meine lieben Ghostbusters zu diesem neuen Vlog. Ja, Vlog mal wieder. Richtig gehört. Ja, wir haben hier heute so ein VW ID3. ID3, weiß ich nicht, wie der genannt wird. Burger, weißt du's? Identity 3. Okay. Finally for you, the Volkswagen ID3. Ja, auf jeden Fall hier voll elektrisch und so, dies, das. Den werden wir heute aufbereiten. Der ist flammneu, glaube ich, 300 Kilometer laut Besitzer. Habe jetzt sogar nicht nachgeguckt. Ja, Farbe. Ach scheiße, jetzt habe ich die Farbe, den Namen vergessen von der Farbe. Irgendwas mit Moccarino. Marrakesch. Nee, nicht Marrakesch. Ich blende die euch mal unten ein. Ja, genau. Also es ist irgendwie eine tolle Farbe. Ist halt so, ja, türkismäßig, blau. Und ja, der kriegt heute One-Step, danach Keramik. Welche Keramik? Schauen wir mal, worauf wir Lust haben. Ich tendiere momentan vielleicht zur CC Evo. Vielleicht aber auch ein Gummicoating. Je nach, also wir schauen mal. Wir werden irgendwo rauskommen. Was ich schon mal sagen kann. Defekte haben wir. Hier zum Beispiel, Burger, möchtest du das mal filmen? Hier? Sieht man das? Warte. Hier? Ja. Dann haben wir hier hinten... Oder, meine Quizfrage an euch. Wer gewinnt? QS von VW oder der Papa? Genau, der Papa. Stopp, stopp, stopp. Was ist denn das hier? Achso, ja, genau. Ein Glossboss-Aufkleber schon drauf, ne? Bester Mann. Also hier gab es mal offensichtlich... Ich weiß nicht, wo ich hinhalten soll, die Lampe, Burger. Ja, warte. Also da gab es mal offensichtlich einen Staubeinschluss oder irgendwas, keine Ahnung. Da wurde dann geschliffen und wurde nicht vernünftig hochpoliert. Da reichen bei uns gerade 10 Sekunden bei der Fahrzeugübergabe, damit wir sowas entdecken. Und Armutszeugnis, ne? Ganz ehrlich. Ja, so, der Wagen haltet ja, die üblichen Swirls. Hat aber ganz schön viel Klavierlack, der Kollege, ne? Ja. Mal gleich, wie sich dat, ob das ja schon gestimmt ist, das Klavier, ne? Wie sich es anhört. Ja, hier, also, was soll ich zeigen? Ist halt mehr oder weniger neu. Hat oh, natürlich hier. Mach mal hinten nochmal neben dem. Stopp! Da sind Hologrammchen. Jo, tatsächlich. Oh, wow, wow, wow. Oder vielleicht ist das diese Elektroeffektlackierung. Genau, das sind diese Hologramm-Dinger. Also, ne? Und ja. Wie auch schon bei unseren Aufkleber, auch Hologramm, nur dass wir das so wollen. Ja. Also generell muss ich sagen, nicht schön lackiert. Also wirklich nicht. Hier sind doch überall so, wie soll ich es beschreiben, so Pünktchen drin. Aha. Ich weiß jetzt nicht, ob man die im Video sieht, aber irgendwie, also schön lackiert ist es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden ihn schön auch machen, da bin ich mir sicher. Und ja, Burger, du, jetzt erstmal ein bisschen abkleben, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und melden wir uns gleich wieder, ne? Alles klar, bis gleich. Wir haben jetzt hier so eine Kante, ja, die haben wir gerade schön abgeklebt. Da kommen wir so mit der großen. Du bist doch hier die Kante. Ja. Da, hallo, ich bin's, Tim. Da kommen wir natürlich mit der großen Maschine nicht hin. Deswegen nehmen wir uns gleich so ein 30 mm Pad und ein PXE. Da können wir genau hier den Randbereich noch polieren. Müssen da auch keine Angst haben vor Schäden. Also das ist schon eine gefährliche Ecke hier. Dann kriegen wir den Kollegen da auch weg, ne? Genau, da werden wir das gleichzeitig auch mitpolieren. Das ist schon so eine Ecke hier tatsächlich prädestiniert zum Durchpolieren. Deswegen hier auf jeden Fall abkleben. Ja, da kann man genau schön bis zur Kante fahren, ne? Ja, ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen Politur aufs Pad gemacht, damit es nicht ganz so trocken läuft, auch wenn hier genug Politur in dem Bereich ist. Aber boah, so ein bisschen schadet es ja nicht, wenn man da noch mal was extra drauf macht.
So, und dann machen wir jetzt hier, wie gesagt, nur diesen oberen Randbereich. Das wird wahrscheinlich hier unten auch Sinn machen, wenn man nicht überlappen möchte, hier zum Stoßfänger. Richtig schön rein in die Ritze. Der Bereich ist dann fertig poliert. Um die Ecken kümmern wir uns zwar gleich. Vielleicht so 50 mm Pad, vielleicht hier auch noch mal kleineres Pad tatsächlich. Und ja, Birge, du steigst mal so langsam mit an oder wolltest du hier heute wieder nur auf Kameramann machen? Sag mal. Du hast einen gesucht, hier bin ich. Ja. So, ach ja, sieht schon gut aus. Ich hätte aber an deiner Stelle, hätte ich da lieber... Hallo, mal nicht anfassen, hier ist Corona. Ne? Okay, sorry. An deiner Stelle hätte ich lieber ein gelbes Tuch genommen, weil das Blau sticht sich mit dem Türkis. Ja, ist das filmtechnisch nicht so... das ist stylingtechnisch. Die Styling-Polizei hat heute wieder zugeschlagen. Was ist denn, wenn ich mal so ein grünes... Du. Ja, du. Jeder sieht aber schon... Hat. Nur einmal miteinander. Mach ist gut? Oh ja. Warte mal. Komm mal ran. Also Glanz ist da. Stopp! Kollege, die sind gut. Gut, man muss auch dazu sagen, die Haube war jetzt nicht sonderlich zerkratzt. Aber doch. Ein bisschen grau war sie schon. Das sieht, wahrscheinlich auf der Kamera sieht man es jetzt nicht, aber doch, ein bisschen grau war sie schon. Ja, okay. Gut. Cool. Birge. Weiter geht's. Steig mit ein. Wir machen jetzt hier einfach mal Vollgas oder was? Mhm. Okay, cool. Dann würde ich sagen, geht los, ne? Was auf den? Hör auf, los geht's los. Nicht lang schnacken, guck ihn an. So, du bist schärfer denn je, Bruder. Hier ist auch scharf. Warte, stopp. Oh, das sieht gut aus. Halt mal so. Ja, lecko. Aber guck mal, Birge. Lampe nach links. Mann, da fällt dir ein Ei aus der Hose. Links, stopp. Ein Stück. Wie, wo soll ich hin? Stopp. Hier nach Kastrop oder was? Ja, bleib mal so. Ah, ja. Ja. Jetzt hier nochmal, bitte einmal gucken. Wir haben jetzt natürlich das Klebeband, womit wir vorher die Kante abgeklebt haben. Haben wir jetzt hier die Kante abgeklebt, damit wir gleich mit dem kleinen Pad schön diesen Bereich auch noch polieren können. Ja, spart Geld. Ja, weil effizient ist ja heutzutage auch wichtig. Birge. Ja. So. Nicht so wie du aßt ja mit den Sachen hier rum wie sonst was. Du gehst ja immer nur ins Lager und nimmst ja das einfach. Der Papa muss halt alles immer bezahlen. Er macht hier Recycling. Ja klar. Ist ja auch Ende des Monats, ne? Richtig. Welcher ist heute? 24. Ja. Oh, wir machen heute ein ID3 Elektro-Ding. Das steht so im Kalender, ne? Ja, ich habe gerade meine Uhr gezeigt, hast du es gesehen? Ich wusste jetzt nicht genau, wie der heißt. Also ich kannte jetzt nicht genau die Bezahlung. Und dann ist halt das Elektro-Ding.
kümmern uns jetzt hier um den Kratzer. Also ich sag ja, mein Werner 3,5. Die 3. Ja, schon. Meinst du nicht? Schauen wir mal. Okay. Coolen Heckspoiler. Danke. Sollen wir abwischen und gucken, ob es schon gereicht hat? Genau. Was meinst du? Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Gespannt wie ein Flitzebogen, oder was? Ja. Ja? So, dann gucken wir mal. Ja, ich kann dir sagen, dass es weg ist. Kann ich jetzt schon sagen. Ja? Willst du gucken? Ja, sehr. Ja, ist weg. Also drumherum ist noch nicht poliert, aber ihr erinnert euch ja noch, hier war der Defekt. So, jetzt warte doch mal. So. So. Ja. Jetzt vielleicht noch so. Genau. Ja. Du bist ja sonst nicht so doof, wie du aussiehst. Weiter. 90, 60, 90. Das sind die Noten, nachdem wir dich eingestellt haben. Ja, los. So, und welchen Sender kriegst du gerade rein? Antenne Bayern. Ja. Nein, Börde, pass auf, du wolltest von mir wissen, was schon fertig ist, was noch aussteht. Genau. Na, guck doch, mit Lampe. Nein, also, Kotflügel habe ich, Frontschussschange habe ich, Tür habe ich poliert, bis hin zu einem unteren Bereich. Das stört mich jetzt an der Akkumaschine, ich habe sie schon hinter dir weggepackt, ja, dass die hier nicht genug Power hat, um diese eher leicht konkave, okay, Form, dass der Teller sich da weiter dreht. Mhm. Deswegen hole ich jetzt nochmal meine Duetto raus. Finnische beide Türen. Oben habe ich schon. Ja. Ich finde, hier sieht man es jetzt extrem, wie mies lackiert er ist. Ja, das siehst du überall. Diese Pünktchen, hast du die auch bei dir? Ja, die habe ich auch. Das ist Katastrophe. Aber die, muss ich sagen, die siehst du besonders krass, wenn du einmal drüber poliert hast und du guckst dir die Politur an. Siehst du richtig, wie die so rausstechen? Es ist. Also, aber das ist nicht schön, wirklich. Vielleicht liegt es auch an deinen Kopfhörern, dass du so schlecht siehst. So ist das vielleicht besser. Ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall. Hier muss ich dann auch noch gleich. Ja. Der kleinen schön. Heck muss noch komplett gemacht werden. Ja, das könnte ich jetzt machen, da bin ich nämlich gerade. Ja, dann würdest du dich auch mal hier an der Arbeit beteiligen, ne? Ja, wäre auch mal schön. Ja. Hier müssen wir auch noch, das ist... Genau, ich habe gerade hier auch schon mal einen Testspot gefahren. Ja. Und? Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Schön. Dann, also den Rest, ja, natürlich noch. Cool. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal das Heck. Würde ich auch mal sagen, dass man wieder was tust für dein Geld. Ey Marvin. Ja. Marvin! Ich höre dich nicht. Marvin! Ich höre dich nicht. Auch irgendwie wie geschliffen. Hier, ne? Siehst du das? Hm. Mein Gott, ne. Ganz schön verkratzt, die Dinger. Ja, auf jeden Fall, Bürger, werden wir hier einmal abziehen auch. Ne? Ich guck mal auch, was mit der 3,5er da geht. Ich könnte, glaube, das könnte schon reichen, ne? Machen. Ja, schöne 50er Teller. Gerne. Mavici. Also vorher zuschauen haben wir, glaube ich, gesehen, ja, gerade. Ne? Hast du gesehen? Ja, aber wir haben ja noch 15 andere Speichen, ist ja kein Problem. Ja, ich hatte hier auch bei der, genau hier, guck mal hier, hier will mal irgendwie so ein Aufkleber drauf, ne? Ja, ich sehe. Ja. I see. Ja. Komm, dann mache ich mal die, die obere. Geht das denn mit dem Bücken? Oder willst du einen Stuhl haben? Nee, guck mal, ich kann so. Ah, okay, cool. Bin schon groß.
fühlt sich schon mal gut an. Ich mach schon mal eine Sneak. Das ist besser. Also, so vorher. Ja, ist schon. Und so? Schon, also. Geht schon in die richtige Richtung. So, super. Sieht ja besser aus. Also, hier habt ihr nochmal den direkten Vergleich. So ein bisschen Politurrest drauf. Rechts jetzt Werkszustand. Ah, doch, guck mal. Ist auf jeden Fall besser. Ich sehe nichts, du musst mal auf den Weg gehen. So. Aber da kannst du gleich. Ist schon mal okay. Ich denke aber, wir sollten da die 2-2er. Ja, 2-2er. Okay. Das gut. Sieht so Metallic-mäßig aus. Ja, die sind Metallic, die sind nicht Uni. Das ist ja krass. Das ist bestimmt die Black Magic Pearl Effect. Black Magic Pearl Effect. Auf der Felge erstmal. Ja. Hut ab. Cool. Ne, gut, dann haust du die 2-2er und dann. Yes. Dann, wir machen jetzt hier übrigens 2 Schichten Ultima drauf. Also du, ich muss ja filmen. Ja, richtig, richtig. Wie gehabt. Ich denke, das wird ganz gut aussehen. Hm. Dieser Farbe. Ich freue mich schon. Der knallt jetzt schon ordentlich. Also polieren hat dann gut geklappt. Yep. Mit der 3,5er oder 2,2er haben wir ja größtenteils poliert, ne? Oder eigentlich ja, nur mit genau, der 3,5er. Genau, es gab natürlich ein paar Stellen, da hat die 3,5er nicht gereicht. Da muss man mit der 2,2er. Aber hielt sie im Rahmen, ne? Ja. Ja. Okay. Schön. Du machst jetzt gerade Step 1 Entsetter, ne? Step 1, ganz genau. Hast du dir bestimmt eine 1 unter die Flasche gemalt, ne? Nee, ich weiß natürlich immer, welcher ist. Ne? Ganz klar. Aber meine 200 IQ-Ideen müssen wir hier mal festhalten. Genau. Gut. Ja, wenn wir das Ultima drauf machen, würde ich sagen, ja, kommen wir gleich nochmal zurück, oder? Ist jetzt hier nicht so spannend, oder? Ganz genau, wir entfernen und dann werden wir okay. Auch alles klar. Jo. Ja, Mahlzeit. Hey, Jörg, du auch hier? Ja. Was machst du hier? Abhängen. Abhängen, ja, wie gehabt. So, wir tragen jetzt hier ich trage hier das Ultima auf. Ja. Erste Schicht, eine von 2. Ja. Du hast ja auch viel mehr Erfahrung mit als ich, ne? Ich meine, du hast ja schon gekotet, da bin ich ja noch von Baum zu Baum geklettert. Ja, da bist du noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen. Meinetwegen auch das. Ja, das stimmt. Ja, cool. Also ich habe es mir jetzt hier bequem gemacht. Und ja. Ja. Unspektakulär. Haben wir, glaube ich, schon 100-mal gezeigt, ne? Genau. Sollen wir uns jetzt eigentlich schon verabschieden, oder? Ja, können wir machen, meinetwegen. Ja? Du hast sonst nichts mehr, oder? Ne. Ich hau gleich noch ein paar Bilder rein vom 14 Endergebnis. Ja, ja, ja. Mach gleich Endrohre sau. Ach ne, haben wir ja nicht. Und ja. Ja, dann? Für die, die es wissen wollen, Mikrofaser-Applikator. Und zum Abnehmen werden wir die Edgeless 300er nutzen. Tücher? Yep. Von WAC? Von RAC. Ah ja, die sind gut. Ja, Bruder, genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder? Nicht? Doch, können wir machen. Ja, okay, dann. Abschließende Worte?
Wenn euch das Video gefallen hat, möchte ich bitte, dass ihr jetzt so ein bisschen nach unten scrollt oder nach oben, je nachdem, welche Scrollrichtung ihr eingestellt habt, und einen Daumen nach oben gibt. Hilft uns immer, ne? Dass die Videos auch noch anderen Leuten angezeigt werden, nicht nur dir. Und ja, wir bedanken uns hiermit fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Sag mal, wolltest du schon mal anfangen abzunehmen? Ja. Weil ich gehe dann einmal rum. Ja, ich fange jetzt an.